Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über Season 2, welche Infos wir bis jetzt schon zu Season 2 haben und wir haben jetzt auch einige neue Leaks zu Season 2 bekommen. Season 2 wird wohl das größte Update sein, was wir in 2023 bekommen werden, beziehungsweise das erste Update in 2023. Und zwar kommt Season 2 in ungefähr einem Monat raus und das am 1. Februar. Wir hatten ja bereits schon zwei geleakte Coverarts zu Season 2 gehabt. Darüber habe ich in einem meiner Videos bereits schon gesprochen und Season 2 wird wohl ein japanisches Design haben und das Farbdesign wird in Rot gehalten sein. Wir haben bis jetzt zwei Bilder gesehen. Auf einem Bild ist Ronin zu sehen. Das ist ein Operator aus MW 2019. Er hat ein Katana in der Hand und auf dem anderen Bild sehen wir dann Ronin zusammen mit Nova und Rose. Und im Hintergrund sehen wir dann Castle aus COD5 bzw. aus Vanguard, weil Castle war ja auch in Vanguard drin. Das wird dann wahrscheinlich eine neue Multiplayer-Map sein, die wir in Season 2 zu sehen bekommen werden. Castle soll wohl keine 6 vs. 6 Multiplayer-Map sein, sondern eine Ground War-Map. Man weiß bis jetzt noch nicht, ob es auch eine 6 vs. 6 Variante geben wird. Bisher gibt es nur die Info, dass Castle als Ground War Map kommen soll. Dann haben wir jetzt noch weitere Leaks bekommen und zwar soll eine Multiplayer Map Sunken heißen und eine weitere Multiplayer Map soll Oilfields heißen. Das sind auch Orte auf Al-Mazra und die würden echt perfekt als Ground War Maps passen, aber ich persönlich würde mich eher über 6 vs. 6 Maps freuen. Wir haben in Season 1 Reloaded ja dann auch zum ersten Mal den Raid gesehen und wir werden ja mit jeder neuen Season einen neuen Raid bekommen. Die Frage ist jetzt mit Season 2, ob wir den nächsten Raid zum Start direkt von Season 2 bekommen werden oder erst zum Season 2 Reloaded Update. Mit dem neuen Raid, den wir in Season 2 sehen werden, wird es auch wieder einen neuen Operator als Belohnung geben, wie in Season 1 auch schon. Hier konnten wir ja Gas als Operator mit Abschluss von Atomgrad freischalten. In Season 1 haben wir dann noch eine weitere Koop-Mission namens High Ground gesehen. Deswegen kann es auch gut sein, dass wir in Season 2 auch wieder eine weitere Koop-Mission sehen werden. Kommen wir jetzt zum größten Leak in Season 2, was mich persönlich auch sehr, sehr freuen wird. Und zwar eine neue Rebirth-Map in Warzone 2 und in DMZ. Es soll wohl die Insel sein, die man auf Al-Mazra im Hintergrund sehen kann. Dort sehen wir auch ein Schloss. Und wir haben ja auch schon Leaks gesehen zu der neuen Rebirth-Map, aber nur die Minimap, also quasi von oben. Und hier können wir in der Mitte der Map Castle sehen mit den pinken Bäumen um Castle herum. Dort sehen wir auch, dass es zwei Strandbereiche im Norden und Westen geben wird. Dann haben wir im Osten einen Hafen, im Süden einen Strandclub und das Stadtzentrum ebenfalls im Süden. Sieht sehr nice aus, meiner Meinung nach. Erinnert mich auch mit dem Schloss etwas an Fortune's Keep, weil wir dort ja auch ein Schloss in der Mitte der Map hatten. Dann soll es wohl ein Event geben in Season 2 und zwar soll es Datenraubüberfall heißen. Weitere Infos über das Event haben wir bis jetzt aber noch nicht. Dieses Event soll es in DMZ geben und eventuellerweise auch in Warzone 2. Dann gibt es jetzt sehr viele Gunfight-Maps, die auch geleakt worden sind. Wir haben aber noch keine offizielle Information von Call of Duty, ob und wann der 2 vs. 2 Gunfight-Modus in MW2 kommen soll. Das wäre natürlich echt nice, wenn der wieder zurückkommen würde. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und folgende Maps wurden hierzu geleakt. Wir haben einmal Runway, wir haben einmal Castle. Das könnte eventuellerweise der jetzige Gulag sein, denn er spielt ja tatsächlich in einem Schloss. Und das auf dieser kleinen Insel, die wir auf Al-Mazra im Hintergrund sehen, wo wir auch die neue Rebirth-Map bekommen sollen, beziehungsweise das wird die neue Rebirth-Map höchstwahrscheinlich sein. Dann haben wir Gulag Showers, das war eine MW 2019 Gunfight-Map. Wir haben Cargo, wir haben The Mall, wir haben Docks, wir haben Drainage. Drainage war ebenfalls eine MW 2019 Gunfight Map. Wir haben Utopia und Ruins. Kommen wir jetzt zu den neuen Waffen, die wir wahrscheinlich in Season 2 bekommen werden. Im Season 2 Cover Art haben wir einen Katana gesehen. Also Ronin, der neue Operator, hält einen Katana in der Hand. Und den werden wir wahrscheinlich in Season 2 dann sehen. Es wurde dann noch ein unfertiger Compensator bei den Shotguns gefunden, was darauf hindeuten könnte, dass wir in Season 2 eine neue Shotgun bekommen könnten. Das muss aber nicht unbedingt in Season 2 sein, sondern könnte auch irgendwann in der Zukunft
Zukunft kommen. Dann gibt es noch weitere Waffen, die in den Game-Daten gefunden worden sind, und zwar einmal das Ballistikmesser, ein flammendes Messer und ein Shuriken. Der Shuriken würde ja natürlich sehr viel Sinn ergeben, wenn er auch in Season 2 kommen wird, weil Season 2 ja ein japanisches Design hat. Das ballistische Messer und das flammende Messer könnten dann Leftover-Waffen sein oder sie kommen irgendwann später in einer anderen Season. Dann könnten die Kali-Sticks ebenfalls noch kommen. Die gibt es ja jetzt schon in einem Finishing-Move und sie werden, denke ich, auch mal als Nahkampfwaffe rauskommen, ob in Season 2 oder irgendwann später, das weiß man natürlich noch nicht. Eine weitere Waffe, die in den Daten gefunden worden ist, ist die Armbrust. Hierzu wurden noch verschiedene Bolzen in den Daten gefunden, und zwar soll es einmal explosive Bolzen geben, einmal Carbonbolzen, Betäubungsbolzen und Feuerbolzen. Die Betäubungsbolzen werden, denke ich, ähnlich wie die Gasgranaten funktionieren. Das heißt, wenn du so einen Bolzen abschießt und er dann irgendwo landet, dann kommt dann quasi Gas raus, wie bei einer Gasgranate. Und die Carbonbolzen sind dann entweder schwerer oder leichter. Für mehr Schaden, wenn sie schwerer sind, und leichter für mehr Reichweite oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen. Und die Feuer- und Explosivbolzen werden genau das tun, wovon man ausgeht, was sie tun werden. Also das ist, denke ich mal, selbsterklärend. Kommen wir jetzt zu den Modi, die in den Daten noch gefunden worden sind, die wir eventuellerweise in Season 2 sehen könnten. Und zwar haben wir einmal Reinforce, wir haben Drop Zone, Gun Game, Infected, Uplink, Cranked und Grind. Diese Modi werden irgendwann in der Zukunft kommen. Wann genau welcher Modi rauskommt, wissen wir aber zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und das war's mit den ganzen Informationen, die ich jetzt für euch bezüglich Season 2 habe. Season 2 fängt, wie gesagt, am 1. Februar raus, und bis zum 1. Februar werden wir eventuellerweise noch weitere Leaks zu Season 2 bekommen. Ich persönlich freue mich am meisten auf die Rebirth Map. Ich habe Rebirth in Warzone 1 wirklich sehr, sehr viel gespielt, hat mir extrem gut gefallen, und wir haben in Warzone 1 ja auch keine Rebirth Map mehr und auch kein Fortune's Keep. Also die Leute, die wirklich diese kleinen Maps im Battle Royale enjoyed haben, die könnten sich eventuell auf Season 2 freuen, wenn da wirklich dann die neue Rebirth Map kommt. Ich hoffe es sehr, weil ich denke mal, dadurch werden wieder sehr viele Leute mehr Spaß in Warzone 2 finden. Vor allem die Leute, die wirklich sehr viel Action haben wollen, die ganze Zeit Gunfights haben wollen in Warzone 2, kurze, knackige Runden, wie wir das auch schon aus Warzone 1 in Rebirth Island kannten. Die werden wirklich sehr viel Spaß, denke ich mal, haben auf der neuen Rebirth Map, und ich hoffe sehr, dass die dann auch rauskommt. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. Ich würde sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder im Livestream. Haut rein und ciao.